Einige sind mit ihren Freunden auf Partys, amüsieren sich und trinken Alkohol, gehen mit ihnen ins Restaurant und reden über sinnlose Dinge. Andere verbringen ihre Zeit mit ihnen in der Spielothek und zocken dort aus Spaß und Langeweile. Sie sind dabei in Runden, die sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht näher bringen. Die Handlungen und die Themen bringen einen nicht weiter, sondern sind nur dazu da, um die Zeit zu vertreiben. Allah subhanahu wa ta'ala hat für fast alles einen Engel erschaffen. Ob es Mikail alayhi salam ist, der das Wetter kontrolliert, oder Malikul Maut, der unsere Seele am Ende der Lebensfrist nimmt, oder die zwei Engel, die auf unseren Schultern sitzen und alles aufschreiben. Ich will aber nicht auf diese gesegneten Engel eingehen, sondern auf einen Hadith des Propheten sallallahu alayhi wa sallam, der von einer Gruppe von Engeln handelt, die uns bei Allah subhanahu wa ta'ala weiterbringen und uns viel Segen dabei geben können, ohne dass wir es bemerken. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala lässt wahrlich einige seiner Engel auf den Straßen herumgehen, um denjenigen nachzuspüren, die Allahs gedenken. Wenn sie Leute finden, die Allah gedenken, rufen sie sich gegenseitig zu und sagen, kommt her zu eurem Anliegen. Da begeben sie sich zu ihnen und umschirmen sie mit ihren Flügeln in der Weise, dass sie unmittelbar mit dem ersten Himmel verbunden werden. Dann fragt sie Allah, der Allmächtige und Erhabene, und er ist wohl wissender als sie. Was sprechen meine Diener? Die Engel antworten, sie preisen dich, rühmen deine Größe, loben dich und verherrlichen dich. Er sagt, haben sie mich gesehen? Sie sagen, nein, bei Allah, sie haben dich nicht gesehen. Er sagt, und was würden sie tun, wenn sie mich gesehen hätten? Sie sagen, wenn sie dich gesehen hätten, würden sie dich umso mehr anbeten, dich umso mehr verherrlichen und dich umso mehr preisen. Er sagt, und worum bitten sie mich? Sie sagen, sie bitten dich um das Paradies. Er sagt, und haben sie es gesehen? Sie sagen, nein, bei Allah, sie haben es nicht gesehen, o Herr. Er sagt, und wie denn, wenn sie es gesehen hätten? Sie sagen, wenn sie es gesehen hätten, würden sie kräftiger darauf harren, stärker danach verlangen und es mehr und mehr begehren. Er sagt, und wo versuchen sie Zuflucht bei mir? Sie sagen, vor dem Höllenfeuer. Er sagt, und haben sie das gesehen? Sie sagen, nein, bei Allah, sie haben es nicht gesehen, o Herr. Er sagt, und wie denn, wenn sie es gesehen hätten? Sie sagen, wenn sie es gesehen hätten, würden sie mit aller Kraft davonrennen und sich stärker davor fürchten. Er sagt, ich mache euch zu Zeugen, dass ich ihnen vergeben habe. Einer der Engel sagt, unter ihnen befindet sich doch einer, der nicht zu ihnen gehört. Denn er kam nur, um etwas zu erledigen. Allah sagt zu ihm, sie sind diejenigen, mit denen er gesessen hat. Und derjenige, der mit ihnen sitzt, soll nicht unglücklich sein. Diese Engel wurden mit der Aufgabe betraut, solche gesegneten Runden zu suchen. Und Allah, der Erhabene, vergibt ihnen aus seiner Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Er vergibt selbst den, der versehentlich in so eine Runde geraten ist. Die Teilnehmer dieser Runde gehen von ihren Sünden gesäubert nach Hause, während die Teilnehmer anderer Runden verschmutzt und mit Sünden beladen heimkehren. All dies zeigt uns, wie wertvoll diese Runden für uns sind. Dieser Hadith zeigt uns sehr schön, wie sehr Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen liebt, die sich ihre Runden und Freunde genau aussuchen. Es sind nicht Runden des Zeitvertreibs, des Spielens und des Sündigens. Vielmehr ist das Ziel dieser Gruppen das Wohlgefallen ihres Herrn und die Hoffnung auf sein Paradies. Sie gedenken ihrem Herrn. Er subhanahu wa ta'ala sieht sie dabei und er liebt sie dafür. Sie erinnern sich gegenseitig daran, worin sie echte Glückseligkeit finden und bereiten sich darauf vor, mit einer unausweichlichen Tatsache, nämlich dem Tod, konfrontiert zu werden. Verschwenden wir unsere Zeit nicht damit, in Runden zu sitzen oder mit Freunden zu sein, die Allahs Zorn mit sich bringen, sondern lasst uns zu diesen Rechtschaffenen gehören, die sich in Runden des Lichtes befinden, anstatt sich in der Dunkelheit zu verirren.